Heute soll es mal um eine Kameramarke und ein System gehen, was wir relativ seltenst bei Grolaub Gerst am Start hatten bisher, aber was wir erstaunlich viel fotografieren und auch erstaunlich viel Ausrüstung davon haben. Tada! Leica. Es geht um die Marke mit dem roten Punkt. Ja. Und Thilo ist der Fachmann bei uns, deswegen sitzt er hier und wir wollen gemeinsam über zwei sehr interessante, gleiche, ungleiche Objektive sprechen für den Leica M-Mount. Genau. Man sieht es vielleicht schon. Ich habe hier in der Hand ein 35-1.2. An der Kamera selber ist ein 40-1.2. Und wir müssen da so ein bisschen vielschichtiger vorgehen, weil unter anderem A, gibt es diese Objektive gar nicht in 1:1 Form von Leica, aber B, es ist natürlich auch eine Sache, die preislich sehr unterschiedlich ist gegenüber das, was Leica selbst anbietet. Was denkst du? Also was ist preislich gesehen, beide, roundabout? Ungefähr 1000, 1200 um den Dreh. Je nach, also ja, Kombination. Ja, und wenn wir uns jetzt mal die Original, Original hat auch mal so eine Begrifflichkeit, ne, mit drin. Wenn man uns das Pendant von Leica angucken, sind wir 5, 6. Deutlich mehr auf jeden Fall. Ja. Genau. Aber fangen wir doch mal mit den grundsätzlichen Sachen an. Also ja. Die beiden Objektive sehen erstmal auf den ersten Blick recht ähnlich aus. Haben so diese Berg- und Tal-Fokus hier. Kommt aus der Nikon-Area, ne? Hatte Nikon auf jeden Fall, glaube ich, waren sie jetzt nicht exklusiv alleine mit. Okay. Oben ist der Blendenring. Der rastet auch schön. Im Gegensatz zu, hast du wahrscheinlich... ja, ich hasse das 35er, ne? Das, bei mir ist das so leichtläufig. Das Summilux, ne? Ja. Ja, das ist so... Du kommst... Stufenlos abblendbar. Quasi, ne? Ja. Ja. Ansonsten, du meinst mal, glaube ich, dass sich das Design so ein bisschen an Zeiss-Linsen erinnert? Ich habe das am Anfang gesehen und dieser weiß, dieser silbrige Ring vorne, gepaart mit dem relativ stahligen, glossy Design, erinnert mich sehr an Zeiss-Linsen. Mhm. Also es ist nicht 1:1 der Leica-Look. Ne? Nee, das stimmt. Aber ich finde jetzt, wenn man so in der Gesamtkombo, ich meine, du hast jetzt hier die 246, ne? 246. Typ 246. Typ 246. Monochrom. Ich finde, das ist auch ganz geil, wenn das Objektiv so ein bisschen sich von der Kamera abtrennt. Also so, weißt du, wie ich meine? Es wird Puristen geben, die das anders sehen, aber ja. Ich glaube, da ist ein Leica ein gefährliches Pflaster, oder? Das also stimmt. Die Leica-Welt. Noch wichtig zu erwähnen, das 40er ist doch deutlich kompakter als das 35er. Ja. Also auch leichter, also spürbar leichter. Gut, ist natürlich der Konstruktion geschuldet. Weitwinkel, offenblendig, ein bisschen schwieriger zu konstruieren. Ja. Zumindest stelle ich mir das in meiner einfachen Denkweise so vor. Und vielleicht so einer der größten Mankos, weiß ich nicht. Der Fokussierring sieht bei Leica-Linsen ja ein bisschen anders aus. Da ist meistens diese Fokussierhilfe dran. Diesen Nupsi, ne? Nupsi-Hasenöhrchen. Nee, das ist bei Nikon, das heißt nochmal... Diese Mulde, wo man den Finger drin versenken kann, um da lustig hin und her zu schieben, fällt hier halt weg. Ist, glaube ich, für einige Fotografen nicht so optimal, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen Muskelgedächtnis ist bei M, weil Mittelstellung bis ungefähr auf 1,5 Metern und kannst das so ein bisschen einschätzen. Ne? Ich bin ja so der Viso-Flex-Typ, ne, bei Leica. Du bist ein Verräter am M-System, wolltest du sagen. Aber ja, für mich kann man den Messsucher weglassen, der ist anachronistisch. Was uns dann, glaube ich, zum nächsten Punkt bringt, weil eine 40 mm Optik an einer M-Linse, an einer M-Kamera, finde ich jetzt nicht optimal, weil man durch den Messsucher ja diese Framelines hat, die einem angeben, wo man, also wie der Bildwinkel ist. Gibt es für 35, 28, 50 und so weiter, für 40 halt nicht. Das heißt, wenn das 40er an die Kamera. Hat er dann bei 35 oder geht er 50? Er geht auf 50. Okay. Insofern, das ist natürlich stört auch ein bisschen optisch, ne? Aber es ist cleverer, als wenn er bei 35 wäre, weil dann bei 35 wird man ja verlieren, bei 50 kriegt man ja mehr, also ja, okay. Beim Schneiden. Aber es ist trotzdem jetzt nicht, man kann nicht mehr so genau framen, wie man es gerne machen würde. Wobei ich sagen musste, das größte Manko an dem Messsucher ist bei mir, dass durch die Brille meine riesen Zinke, meine riesen Nase, ich eh nicht, also bei 35 sehe ich eh nie alle Framelines voll. Dann solltest du keine 28er dann machen. Dann ist ja noch mehr. Ja, stimmt. Ja, also ich muss so richtig in die Ecken mich bewegen, um da reinzugucken. So. Mir ist eh nicht ideal. Aber wie du sagst, mit Sucher oder durch den Live-View geht das dann natürlich auch. Ja. Kommen wir mal zu den optischen Fähigkeiten beider Objektive. Wir scheren die beide so ein bisschen über den Kamm, weil das ist auch wieder so eine Sache. Wir haben uns da auch intern jetzt gerade vorher besprochen, wie wir das machen sollen. Mhm. Das Ding ist,
solche Objektive fotografieren wir beide bei Blende 1.2. Mhm. Nicht mal wirklich bei 1.4. Ja, also dafür hat man sie. Irgendwie schon. Dass man, und man muss sagen, also wenn man es trifft, ist es sehr scharf. Ja, ne? Aber man trifft es nicht sehr häufig. 1.2 bei 35, also ja. Ist schwierig. Es ist schwierig. Aber wenn, dann sind das wirklich sehr scharfe, gut abbildende Objektive. Wenn man abblendet, ist es eh. Dann ist super, dann ist auch weniger Vignette beim 35er. Ja. Die ist auch zugegebenerweise da. Und vor allem, die Kameras haben ja unterschiedliche Auflösungen. Man muss auch immer überlegen, welche Auflösung fährt man. Also mit zum Beispiel der normalen mittleren Auflösung, 24, 25, 30 Megapixel, ist das eh irrelevant, welche Linse jetzt von beiden irgendwie noch ein bisschen mehr da abbildet. Ja, dafür sind sie alle mal gut genug. Genau. Ich bin ja so ein Typ, ich hau ja auf sowas noch einen Mistfilter drauf, ne? Gut, dann wird es nicht mehr scharf. Aber was hast du gesagt? Du hast auch festgestellt, ein bisschen Pigmentierung beim Vogtländer 35er ist ein bisschen stärker als beim 40er. Ja, gut, wird am Bildwinkel liegen. Ästhetisch oder unangenehm viel? Ist aber so, bei einer Monochrom finde ich es ganz schön. Wofür sind die Linsen? Was denkst du? Wie, wofür? Was würdest du sagen? So, soll man sie sich holen, soll man sie nicht holen? Also ich finde 35-1.2 ist auf jeden Fall, also 40-1.2 auch, aber 35-1.2 ist auch bei Leica relativ alternativlos. Ne? Mhm. Sparen wir schon drüber, 35-1.4 kriegt man da maximal. Und das ist schon, also das 40er ist geil. Ich finde ehrlich gesagt, dass diese Zwischenbrennweiten sind viel geiler, als man sich das vorstellt. Ja, ich weiß, dein Messsucher und Verrat im System, aber, aber die 40-1.2, die rocken nochmal vom Look her mehr. Ich gestehe dir das zu. Ich meine, wir haben zwei Objektive hier, wir sind zwei Leute. Ich würde ehrlich gesagt, ich würde auf 35 verzichten. Ne? Das ist so. Das ist so perfekt. Also die 40-1.2, das ist ein hammer, hammer genialer Look. Was man vielleicht auch noch sagen muss, mit den Linsen haben wir auch so ein bisschen angefangen. Vogtländer haben ja eh, währenddessen haben wir auch ein paar Bilder von dir gesehen. 55-1.2 gab es ein extra Video an der Nikon. Stimmt, genau. 40-1.2 gibt es auch schon ein Video. 50-1.0 für Z. Ja, fotografiere ich auch liebend gerne. Mhm. Ich finde, der Hauptpunkt ist, dass die Linsen haben dazu geführt, dass ich öfters die Leica mitnehme. Mhm, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, man macht zu schnell und zu oft den Fehler, dass man denkt, oh, jemand, der sich eine Leica leisten kann, der kann sich auch die Objektive leisten und der hat ja auch gar keine Rücksicht auf Verluste zu geben. Der kann ja auch irgendwie Sachen... Wenn ich unterwegs bin mit meinem Sohnemann, der ist noch relativ jung, dann habe ich meine Aufmerksamkeit auf ihm. Wenn der irgendwie wo reinrennt und dahin und ich habe irgendwie Angst, hinterher zu kommen, dann kann ich nicht auf eine Kamera aufpassen. Mhm. Meinem Sohn passiert was der Kamera aber nicht. Und die Linsen, die ich jetzt zum Beispiel persönlich hier bei uns von Leica habe, die sind halt alle, das ist halt teuer. Ist nochmal ein ganz anderer Schnack dann, ne? Deswegen, also, sie sind jetzt nicht unfassbar billig. 1.000 ist eine Summe. Ist jetzt nicht nichts, aber ist natürlich wesentlich, wesentlich weniger als das Original. Ne? Original. Ja, also ich finde, wenn etwas dazu führt, dass man die Kamera lieber und gerne und öfter mal mitnimmt, ist das auf jeden Fall super. Das soll das Objektiv gar nicht als solches abwerten, aber es ist natürlich ein valider Punkt. Ne? Und ich finde, der Vergleich, also der Preisunterschied zur Leica-Linse, den sieht man nicht. Nee. Also das ist so. Bei Leica zahlt man halt für die Originallinse, für den Punkt, für die Fertigung wahrscheinlich in Deutschland. Auch natürlich die Entwicklung und das wird alles dann cross-gedings. Ich meine, Vogtländer muss keine Kameras noch zeitgleich entwickeln, was irgendwie so Kreuz, wie nennt man das? Funktionalität. Nee, Kreuz? Mischkalkulatorisch mit eingedingst werden muss. Das meinte ich. Ja. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass Leica letzten Jahr das dickste und fetteste Plus seiner Unternehmensgeschichte gemacht hat. Die Aktien, ist glaube ich eine Aktiengesellschaft, soweit ich weiß, weil das Reporting und das wird ja alles offengelegt und die haben noch nie in ihrem Leben der Firma so viel Kohle Plus gemacht, Gewinn. Meinst du, die haben eine hohe Marge? anders funktioniert das mit diesem Gewinn nicht, Dino. Das darf man nicht im Hinterkopf behalten, dass da jemand halt einfach auch dick, fett Kohle verdient. Was völlig legitim ist. Absolut. Dafür existieren Firmen ja auch. Aber ich würde das halt auch nicht zwangsweise immer auf irgendwie Qualität oder sonst was zurückführen. Nee. Also das ist, glaube ich, nämlich der Trugschluss, den man da ein bisschen oft macht. Ne? Was sehr viel kostet, ist auch sehr viel besser.
Nicht unbedingt in optischer Hinsicht. Da gibt es auch wieder so, wahrscheinlich grafisch kann man sehr gut darstellen. Ne? Natürlich, deswegen haben wir auch irgendwie eine Leica uns geholt. Ne? Mhm. Das ist schon wahnsinnig, was man da bekommt und die Fertigkeit und wie das gebaut ist. Und man merkt das auch alles. Dass Haptisch das, und so. Ja, man merkt das alles, dass da, aber irgendwo hört halt sozusagen das auf, wo man sagt, okay, dafür kann man es bauen und ab hier fängt Kohle machen an. Also, ja, muss man fairerweise sagen. Ich weiß nicht, ob sie den Absprung sozusagen einfach die Katapultwirkung weitergenommen haben. Das kann sein. Ja, und Vogtländer ist da an der Stelle ein bisschen früher ausgestiegen. Ja. Und das macht es möglich, ein 35-1.2 M-Kamera zu haben. Die Linsen gibt es ja auch für andere Kameras. Und das 40-1.2 haben wir an der Nikon ZF fotografiert. Genau, ja. Und an der Z8 und sowas. Die haben ja mega hohe Auflösungen. Krass. Also was die Linsen können, ist fraglos, weißt du? Also, Punkt. Eben. Genau. So, genug gelabert. Also ist auf jeden Fall schöne Option für eine M. Ja, ich nehme die hier. Also, na gut, dann nehme ich wieder die. Das ist kein Problem. Ja, 40 ist mir. 40 ist geil.